Genau das hier ist der Übeltäter. Los, make the Ding hier ab. Los. Mission 8. Bayerische Äpfel. Chiemsee, Juni 1275. Ihr braucht mehr Ressourcen und Verpflegung. Daher entscheidet ihr euch, in die bayerischen Ebenen zu ziehen. Euer Aufbegehren hat sich lokal herumgesprochen. Einige Apfelbauern am Chiemsee unterstützen euren Widerstand. Sie bieten euch an, auf einigen ihrer Apfelplantagen, die abgeschirmt hinter einem Moorgebiet liegen, Vorräte zu sammeln. Da ihr momentan keine Alternative habt, nehmt ihr das Angebot an und marschiert des Nachts durch das Territorium der Schlange an den Chiemsee. Verschanzt euch dort und holzt das Dickicht für mehr Weideland ab. In der Nähe gibt es ein kleines Dorf vom Bauern der Schlange. Um unerkannt zu bleiben, kleidet ihr euch daher in den Farben der Schlange. Ob es hilft? Hilfreich wird sicherlich die kleine Reitertruppe sein, die ein guter alter Freund entsandt hat. Sie sollte in Kürze eintreffen. Na, wie geht euch das? Wir sind bei Mission 8 der Deutschlandkampagne von Prinz von Hesse, der größten Stronghold-Kampagne aller Zeiten. Ja, nach kurzen Interferenzen letztes Mal sind wir endlich aus den Alpen raus. Wir sind am Chiemsee. Ja, danke an Lord Hühnerfutter. Natürlich musste er die Mission hier sprechen. Bayerische Äpfel, völlig klar. Wir gucken jetzt auch mal sofort hier rein und ja, uns fällt hier sofort eine riesige Veränderung auf. Ja, wir sind hier am Chiemsee. Die ganze Vegetation ist jetzt auch so ein bisschen anders. Wir haben jetzt hier auch mal Kastanien, Eichen, hier so ein bisschen sumpfiges Gebiet. Da haben wir viele Birken und erst hier oben, wo das wieder so ein bisschen in die Höhe geht, da haben wir wieder vermehrt Fichten. Ja, hier ist das angesprochene Dorf. Ja, und wie schon richtig gesagt wurde, wir sind jetzt auch tatsächlich in den Farben der Schlange gekleidet, um uns, hier so ein bisschen Zeit zu erkaufen. Und ja, was sehen wir hier? Wir können endlich Äpfel bauen. Ja, es ist Obst im Haus, Leute. Hier wird gleich eine neue Kneipe eröffnet. Der Treffpunkt am Chiemsee, neue Schlägerkneipe. 50 Äpfel immer nachfüllen. So, ich starte jetzt mal neu, damit hier nicht so viel Zeit verplempert wird. So, ja, Holz, würde ich sagen, ne? Zack. Zack, zack. Ja, hier, die sind auch richtig schön nah. Ihr könnt und die kommen ja auch noch weg. Oh, schon gar nicht mehr genug. Das Gebäude zu verwalten. Bevölkerung, ja, hier sind die angesprochenen Ritter. Sehr gut. Die werden uns hoffentlich nutzen, die Truppen. Pack ich mal alle hier oben. Ja, weiß ich nicht. Das Vorratslager. Ich hab ein Holz. Das ist, glaube ich, erschmerzbar. Ich das hier so ein bisschen anders hin platziere, denke ich. Ja. Und, genau, Steuer nehmen. Nicht vergessen, na gut, der hier ist nicht besetzt. Da sind hier ein paar Hühnchen. Die Gackerliese. Die Henny. Oder der Henny. Noch ein Henny. Ja. Äpfel kommt schon ordentlich rein, muss man sagen. Ja, finde ich auch geil. Dann ist ja in der Originalkampagne immer so ein bisschen antiklimatisch gewesen. Dass man irgendwie erst, keine Ahnung, in Mission 15 oder so. Ach ja, genau. Das erste Mal Apfelfarm bauen konnte. Das war halt irgendwie komplett out of nowhere. Obwohl das eigentlich so die Standardfarmen eigentlich sein sollten. Aber gut, hier kann man es definitiv viel, viel früher, so wie. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Auf jeden Fall hier, da kann ich bestimmt auch schon extra Ration geben und. Ja, Pfeilmacher. Warum nicht? Ah, das ist hier ein bisschen ungünstig. So, aber Holz ist ja schon ordentlich da, ne? Und wir sollten ja auch das, das Dickicht hier abholzen, würde ich sagen. Ich baue hier gleich nochmal auch einen kräftigen Schwung Holzfäller hier hinten. Wir benötigen Holz. Ja, wird schon werden. Ja, ich glaube, da brauche ich richtig viele Holzfäller.
So eine, ja, 20 Holzfällermeter kommt der nächste. Wir benötigen Holz. Muss so gleich wieder das nächste Häusel bauen. Es sind nicht genügend Jawohl. Arbeiter vorhanden. So, zack, zack, zack. Auf einem Schlag. Na komm, wir bauen gleich mal zwei Häuser hier. So, und dann... Ja, auf Pikenmacher habe ich auch mal Lust. Hier, komm. Ah, platztechnisch schwierig. Genau in der Anhöhe hier. So, kann ich hier noch irgendwo Apple... Der Baum hier müsste noch weg. Dann könnte ich da theoretisch noch einen bauen. Ja, ansonsten... Die Goldvorräte sind sogar schon den nächsten Pfeilmacher hier bauen. Wir benötigen mit der Gold. Nächsten Goldfuhre. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ey, was soll das? Minus 4 Steuern kommen. So, zack. Nächster Bogenmacher. Jo, warte mal. Ich baue hier jetzt einen ordentlichen Schwall Holzfäller hier rein. Los. Ihr könnt das boom, nicht boom, dort boom. Platzieren, my lord. Hier vorne vielleicht sogar auch noch welche. So, dann muss ich mir jetzt mal einen Plan machen. Hier müsste ich auch irgendwo... Ja, da geht auch noch eine hin. Wunderbar. Sehr gut. Ne, hier, da muss ich erst freiholzen. Oh, ich brauche hier noch mehr Holzfäller. Das geht nicht anders. Ich muss mir auch mal überlegen, wo baue ich denn jetzt die Baracken hin? Wahrscheinlich. Geil, hier geht auch einer hin. Ja, also hier vorne sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir müssen ja auch wieder arsch viele Waffen. Allein dafür brauche ich schon 3 Waffenkammern. Ich hoffe, kann die hier... Oh, das sieht schon wieder düster aus. Aber ne, theoretisch geht's. So, Moment. Ach, genau, passt genau nicht. Mist. Das ist richtig ärgerlich. Komm, noch mehr Holzfäller. Ich glaube, ein paar Jäger baue ich auch mal. Ein bisschen Abwechslung zu den Äppeln hier. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um so. Das Gebäude zu verwalten. Ja, das sieht doch schick aus. Wo können wir hier noch ein Häusel hinbauen? Da Ihr oben. Könnt das nicht dort platzieren, my lord. Oh, ganz vergessen. Hier, warte, noch mehr Pfeilmacher. Ja, bauen wir mal da unten hin. So. Ja, Alter, wie viel Holz ich hier schon habe. Ja, warte mal, denn... Warte ich, bis hier freigeholzt wird. Wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Marktplatz habe ich ja noch nicht. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal in den nächsten Missionen wahrscheinlich kommen. Jetzt, wo wir aus den Alpen raus sind, geht der Fortschritt wahrscheinlich los. Ja, schon 6 Bögen. Kann sogar noch ein Pikenmacher. Warte mal. Ja, Laufwege sind nicht so geil, muss man sagen. Warte mal. Die beiden hier können schon weg. Kann sogar noch ein Pfeilmacher hier bauen. Geile Nummer. So, und denn... Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ja, kriege ich hier dann irgendwo... Panik, warte. So. Bin zur Stelle. Uff, wir haben nicht genügend Gold. Mein Herr? Dann eine Truppe der Schlange, ne? Also nicht ganz so viele. Gut, gut, gut. Eure Befehle? In Bewegung. Alles andere. Bin zur Stelle. Ich bin ja schon ausgelastet. Wenn hier noch mehr kommen würden, dann wäre ich überlastet. Und das geht ja auch nicht. Gehen wir. So. Bitte Gold reinkommen. Danke. Sie haben uns entdeckt, Sire. Wie lauten eure Befehle? Ja, wir gucken uns den Sachverhalt mal an. Ich habe 14 Bogenschützen, 7 Lanzenträger. Wo sind sie denn? Da oben. Wie viel habe ich? 14 Bogenschützen? Moment. Ihr könnt auf uns
Lanzenträger hier, einmal nach oben. Warte, wo sind die Ritter? Die Klingen sind geschärft. Ah, was mag ich mit den Rittern? Ich will die eigentlich nicht opfern. Vorratslager ist so einmal gleich voll. Ach, du ahnst das nicht. Aber hier habe ich schon gut freigeholzt jetzt. Ja, scheiße, das habe ich nämlich fast geahnt. Jo, richtig geil. Nochmal zwei Lanzenträger hoch hier. Ja, Mist, was mache ich denn jetzt mit einem Vorratslager? Shit. Dann können die ganzen Bobbles ja gar nicht mehr abliefern. Ja, muss ich so halt einmal machen, ne? Aber erstmal Concentration hier, so. Ritter. Da kommen sie nämlich. Oh, die ersten Männer wären ganz gut. Ja, hier so einen einzelnen. Das war gleich so ein Streitkolbenkämpfer hier raus. Ja, ja, ja. Ach nee, hier unten stehen zwei. So, ihr kommt nochmal ganz schnell nach oben. 16 Lanzenträger. Scheiße, sind das viele und da kommen auch noch richtig viele Kolbis. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, die stürmen mir einfach die Bude. Ach, du ahnst es nicht. Das war ja nicht mal. Das war ja nicht mal annähernd. Irgendwie knapp oder so. Und hier stehen noch alle. Holy shit. Ihr seid besiegt. Uff. Ja, Moment. Da brauch ich erstmal ein dringendes Besprechungskäffchen hier. So, also. Erstmal Spieltempo runter. Ja, 25. So, Start. Ja, eigentlich würde ich fast sagen, Holzfäller muss ich eigentlich schon machen, Vorratslager umplatzieren. Das war schon gut, so wie ich das gemacht habe eigentlich. So, bup, bup, bup. 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 Ja, ich glaube, fast so, ich das beim letzten Mal auch gehabt. Ja, Vorratslager, das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber ich will hier oben auf der Anhöhe auch nicht so viel Platz verschwenden. Gut, hier hätte ich eh nicht mehr. Da würde noch eins gehen. Ich glaube, die... Warte, jetzt sofort. Ich glaube, warte mal. Ich gehe hier sofort. Beast Mode. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Apple, kommen rein. Aber ich mach mal... Jetzt lasse ich mal noch extra. Bisschen schneller kann ich ja jetzt machen, bis das erste Holz da ist. Und dann gehe ich nochmal runter. Uff, das war ja absolut krank, was da gekommen ist. Und so, weiß ich nicht, habe ich so schlecht gespielt? Ging eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass ich so langsam gespielt habe. Uff, aber da muss ich jetzt ja komplett krank hier den Navikov rausholen. Mal gucken. Kann ich vielleicht irgendwas beim Dorf kaputt machen? Weiß ich nicht. Will ich ehrlicherweise auch nicht ausprobieren eigentlich. So, jetzt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Apfelfarm stimmt. Ich brauche ein Häusel. Das war hier unten am Strand. Eigentlich ganz nett. So. Mehr Holz kommt rein. Ich will vielleicht sogar eher auf Lanzenträger gehen. Vielleicht. Ich glaube, ich brauche hier so einen richtig fetten Nahkampfknubbel. So, da vielleicht so ein bisschen Raum lassen für mehr. So, da kommt noch eine Apfelfarm hin. Geil, da kommt auch noch eine hin. Und... Ah ne, hier hinten wird nichts mehr. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Holzfäller. Das war eigentlich schon ganz gut beim letzten Mal. Zack, zack, zack. Och, Rehe, bitte sofort abbauen, hauen da. Warte, sag mir jetzt nicht. Der wird nicht mehr besetzt. Uff. Ja,
kann eigentlich direkt neu starten. Ah, naja. Wir benötigen mehr Holz. So, kurz aufs Holz warten. Da kommen schon die ersten Holzfäller. Ja, ja, ja. Zack, sofort eins nachbauen. Und ich glaube, dann will ich auch definitiv den ersten Pfeilmacher. Ah, da würde ich mir eigentlich in den Weg reinbauen, aber ich glaube, den lösche ich später einfach. Ja, und jetzt hier sofort noch ein Pikenmacher, sehr, sehr gut. Und jetzt... Ja, auf jeden Fall hier im ganzen Arsch voll Holzfäller. Muss alles weg hier. Und ich gehe jetzt auch komplett, warte mal, doppelte Ration und minus 8 Steuern. Ja, das muss hier ordentlich scheppern. So, dann, warte mal. Viel mehr Holzfäller hier, hatten wir gesagt. Ja. Es sind nicht genügend eine Botschaft von eurem Informanten. Ey. Ja, da kann noch ein Häusel hin. So, dann kann ich vielleicht sogar fast den nächsten Pickenmacher bauen. Der kann ruhig mal weg. Dann kommt da noch ein Pickenmacher hin. Jo. Mehr Apple. Ja, da geht eine Apfelfarm hin. Geil. So, sieht eigentlich schon mal ganz okay aus. Ich darf auch nicht den Zeitpunkt verpassen, wo ich denn wirklich Truppen rekrutiere. Das darf nicht zu spät sein. Ich speichere hier schon mal. M8. Bayerische Äpfel. Uff. Ich habe irgendwie im Gefühl, das wird absolut pervers werden hier. Wir benötigen Gold. So, nächste Steuertick bitte. Wir benötigen Gold. Los. Wo ist er? Da ist er. So. Dann. Komm, ich will hier einfach noch mehr Holzfäller. Ehrlicherweise, ich weiß überhaupt nicht, ob sich die Jäger gelohnt haben. Ich baue die einfach mal hier relativ nah. Bau noch das nächste Häusel. Warte mal. Die scheiß Rehe sind da immer noch. Da geht noch ein Häusel hin. So, 42 Bevölkerung schon. Das ist doch schon richtig viel für meine Verhältnisse. Krieg hier vielleicht schon irgendwo die Baracken hin. Ah, enge Kiste hier. Wenn der Baum noch weg wäre. Das wäre ein absolutes Träumchen. So. Noch eine Waffenproduktion. Komm, noch ein Pikenmacher. 1, 2, 3, 4 Stück schon und 2 Pfeilmacher. Dann noch ein Pfeilmacher, würde ich fast sagen. Ich mache mal eine Sicherheitskopie, falls das schon zu spät wäre mit Rekrutieren. Ah, kann ich hier vielleicht noch irgendwas mit, das wurde glaube ich auch gesagt, hier noch mehr Land freischaufeln. Ist jetzt fast ein bisschen spät. Ich würde sagen, das behalte ich mir offen. So, jetzt erstmal den nächsten Pfeilmacher. Na, wo geht noch einer? Ja, schwierig. Bauen wir den hier hin. Ist erstmal egal. So. Land hier hinten fast frei. Die eine Ecke hier. Ja, hier wird schwierig. Da hab ich schon. Ja, ich bin ein bisschen angespannt. Wenn ihr das da noch wegmacht, das wäre geil. Ich habe schon 16 Lanzen. Warte mal. Ich mach eine andere. Das war eigentlich, die ist eh so weit hinten hier. Ihr könnt auf uns zählen. Das heißt, sie liefert eh nicht so pralle ab. Ich glaube, hier vorne muss ich aber auch mal ein bisschen mit Holz gegensteuern. Entlegene Dörfer. Ja, siehst du, jetzt kommt sie nämlich schon. Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Shit, das könnte vielleicht hier sogar schon zu spät sein. Wenn ich jetzt erst mit Rekrutieren anfange.
Ihr könnt auf uns zählen. Ja, gut, aber Lanzenträger habe ich fast schon mehr als beim letzten Mal. Allzeit bereit. Ja, was mache ich mit den Rittern? Ich hätte eigentlich mir so gedacht, dass ich die so als Ablenkungstrupp gegen die Bogenschützen nutze. Womit kann ich das dienen? Wäre vielleicht eine ganz nette Idee. Nee. Ich hab das Gefühl, ich komme jetzt schon nicht mehr mit Rekrutieren hinterher. 20 Lanzenträger, schön und gut, aber. Bin zur Stelle. Sie haben uns entdeckt, Sire. Ja, shit. Warte. Ich lad's nochmal neu. Und laden. Das war nämlich genau der Punkt, wo ich hier überlegt hatte. Borg als nächstes nochmal eine. Ja, das ist aber viel weniger. Wir benötigen Gold. Ja gut, das war jetzt irgendwie Case. Ich dachte, ich hätte später gespeichert. Hier habe ich erst. Da habe ich sogar noch nicht den Pfeilmacher da. Scheiße. Das war jetzt eine Fehlentscheidung. Aber damit muss ich jetzt leider leben. Da habe ich auch noch nicht das nächste Häusel. Das baue ich aber gleich mal. Wo war denn das? Da war's. So, und jetzt sofort hier noch. Da ein Pfeilmacher. Wir benötigen Gold. Ja, und noch ein Pikenmacher. Würde fast sagen, ja. Ihr könnt auf uns zählen. Dann fange ich jetzt aber sofort mit Rekrutieren an. Ihr könnt auf uns zählen. 8 freie Bauern. Ihr könnt auf uns zählen. Ja. Das hat sich mal ordentlich gelohnt. Und weiter. Ja, und jetzt kann ich immer schön auf die Steuerticks warten. Minus 8 hab ich. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Oh ja. Bogenschützen bereit. Allzeit bereit. Ja, gut, 14 Bogenschützen. So, warte mal, hier mehr abholzen. Ich hab das Gefühl, hier hinten breitet der sich immer noch mehr aus, als dass ich ihn wirklich eindämme. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr könnt auf uns zählen. Ja. Aber jetzt bin ich zumindest hier waffentechnisch mal auf dem aktuellen Stand. Bauern immer schön nachkommen, jawohl. Ihr könnt auf uns zählen. 2 Jäger, da habe ich auch noch nicht gebaut, sehe ich gerade. Naja, sei es drum. Jo. Ritter hier mal in Position. Noch hat sich die Ratte auch gar nicht angekündigt. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte. Zack, zack, zack. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Bogen so, ist alle Toche. Ja, weiß ich nicht. Lohnt sich das hier irgendwie auf dem Weg in diese Richtung. Ah, hier irgendwo abzugrenzen, weiß ich nicht. Ist halt schwierig hier bei der Landschaft am Chiemsee. Ihr könnt auf uns zählen. So, nochmal 3 Lanzenträger. Kann ich Angstfaktor? Nee. Das kann ich leider nicht. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit aber ich glaube bereit. Fast so viel mehr als womit kann 24 ich Lanzenträger. Ja. Ihr könnt auf uns zählen. Ich meine, wenn ich so auf 30 vielleicht komme, ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, bis die Männer der Schlange hier sind. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bogenschützentechnisch sieht das echt nicht so pralle aus. Ja, auf jeden Fall den Bogenschützen hier noch mitnehmen. Dann würde ich sagen, oh Gott, doch nicht laden. Hier, das einmal jetzt überspeichern. Ihr könnt auf uns zählen. So, noch jeden Bauern hier hoch. Bogenschütze ab nach oben. Ja, die Männer will ich hier unbedingt noch haben. Noch ein Bogenschütze. Eure Befehle? Ab nach oben. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen? Ja, jetzt läuft es doch. 31 Lanzenträger. Geil. So lüppt der Hase hier. Ihr könnt auf nochmal uns zählen. 2. Womit kann ich dienen? Kommen ja sogar fast zu 35 oder so. So, die Männer der Schlange kommen. Oh, die kommen diesmal von der anderen Seite. Ihr
könnt auf uns zählen. Wir kommen da irgendwie von links. Wie lautet der Plan? Steigt auf, Brüder. Ja, warte mal. Auf die Rösser. Ihr könnt auf uns zählen. Das ist jetzt alles Taktik. In den Sattel. So, genau, die halten jetzt hier nämlich so. Warte mal, wir locken die noch ein bisschen weiter vor. Steigt auf, Brüder. Da kommen Lanzenträger, den weichen wir aus. Das Vorratslager ist voll, my lord. So, noch schnell drei Lanzenträger ab nach oben hier. Shit, die kommen nicht mehr nach oben und jetzt, scheiße. Die sind schon da. Die sind schon da. Der Feind befindet sich in der Burg. Ah, war das vielleicht zu spät? Uff. Ich verliere so viele Männer. Die gewinnen trotzdem den Knubbel. Das war nicht mal not even close. Das war ja nicht mal not even close. Ah, habe ich jetzt wieder zu wenig Bogenschützen, ist die Frage. Ich habe mir eigentlich gedacht, jetzt mit den ganzen Lanzenträgern, jo, aber halt vielleicht einfach scheiße geknubbelt. Und weiß es nicht, so 31. 32. Wohin gehen wir? Ihr könnt 33. Bereit. Die Klingen sind geschärft. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann so, ich dienen? Ja, jetzt scheppert's ordentlich. So, da die sind die ersten sind Pfeilschüsse. Okay. Komm nochmal ein Stück zurück. So, ein Bogenschütze auch nochmal. So, oh nee, nicht so eine fette Salve hier eingehen. So, und jetzt? Ah. Das wird hakelig. Scheiße, und da oben sind auch schon welche. Ich muss mit den Bogenschützen hier auch eher so ein bisschen raufhalten. Ach, du ahnst es nicht. Da ist schon wieder einer unten da. Elf Bogenschützen. Ziel angepeilt. Wohin gehen wir? Ja, eigentlich muss ich jetzt gegen knubbeln. Wie lautet der Plan? Von da hinten kommen auch noch mehr. Die gewinnen den Knubbel einfach so. Ja, ist heftig. Die knüppeln die alle weg. Hm. Und laden. Schwierig. Ich meine, ich bin nicht so gut im Knubbeln. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich die? Glaub, ich muss mehr mit dem Bogenschützen noch arbeiten. Es werden Rekruten benötigt sein. Glaub, ich muss definitiv mehr mit dem Bogenschützen hier arbeiten, da ich vorher viel mehr Lanzenträger noch aus dem Spiel rausnehme. Ah, will ich die Ritter opfern, indem ich die denn da so ein bisschen reinschicke und einfach als Mietschild? Eigentlich ja nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn ich die Bogenschützen da hinten erstmal aufhalte. So, ich brauche hier jeden einzelnen Mann. Mein Bogen ist teuer. Warum sind da hinten so viele Truppen? So, warte mal. 8, 2, uff. Allein der erste Angriff hier ist schon so komplett pervers. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Zu Befehl. Auf die Rösser. So. Einmal hier runterreiten. Ja, noch ein Bogenschütze. Mein Herr, steht zu Diensten. Tja, was mache ich mit den Ridders? Ich weiß es doch nicht. In den Sattel. So, und jetzt Bogenschützen. Haltet mal da rauf und die Ritter gehen einfach hier. So, und jetzt brauche ich vor allem die Bogenschützen. Visiere an. Ja, und mein paar Männer fallen da schon. Und jetzt hier diesmal deutlich früher gegen knubbeln. Ja. Ja, ja, ja. Verluste sind da, aber
Sieht gar nicht so, oder? Ich weiß es nicht. Ich verliere so viel Männer. 9. Es werden Rekruten. Scheiße. Eure Befehle? Ja, ich hab noch 8 Männer. Geil. Mit Vergnügen. Scheiße, Knubbel hat sich aufgelöst. Und ein Ritter lebt noch. Scheiße, da kommen jetzt noch so viele Lanzenträger auf einmal. Los, schieß sie weg. Vorratslager ist voll, ist aber egal. Ah, das ist so knapp. Lord muss hier definitiv mitkämpfen. Scheiße, hau mal ab. Alter, ist das knapp. Uff. Lord, rotes Leben. Weg. Alter, ist das knapp. So, hier noch ein Lanzenträger. Ja, ich hab's geschafft. Um Gottes Willen. Warte, ich muss jetzt schon an die Zukunft denken. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Wir haben den feindlichen Angriff. Um Gottes Willen. Holy moly, ich brauch viel mehr Bogies. Definitiv viel mehr Bogies. Die haben ja anscheinend ein Häusel kaputt gemacht. Ja. Puh, so, erstmal den Erfolg verbuchen hier. Und speichern. So, mit den Waffen erstmal nichts machen. Erstmal so die Bevölkerung. Ah, guckt euch das mal an. Hier kann ich jetzt richtig schön viele Äpfel. Ja, da passen richtig viele hin jetzt. Ja, geil, da passt noch eine hin. So, das reicht erstmal. Ich bin ja noch auf minus 8 und extra, ja, muss ich auch bleiben. Und ich muss jetzt hier definitiv. Ja, ich gehe jetzt hier richtig krass auf Bögen. Da kommt noch einer hin. So, das reicht erstmal. Uiuiui, ich schwitz richtig. Bin zur Stelle. Ja, sind auf dem Weg. Eigentlich habe ich so viele Waffenproduktion, das müsste jetzt eigentlich reichen. Jetzt gerade fehlen mir die Bauern. Ich mach mal einen ganz kleinen Ticken schneller. Und ich bin, glaube ich, sogar ganz wild. Ich baue noch ein extra Häusel. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ey, die Bögen könnten aber echt schneller reinkommen, ne? Ihr könnt auf uns zählen. Können erstmal nach da unten laufen. Der Holzfäller hier kann weg. Ihr könnt auf uns zählen. Huiuiui. Ja, ist doch kein so entspannter Urlaub hier am Chiemsee. Ihr könnt auf uns zählen. Das ist, ja, ist die Mission hier noch krasser als die andere vielleicht. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Weil ich weiß gar nicht, die Missionsziele auf 60 Bögen, 9 Lanzen. Aber ich sehe mich gerade absolut nicht in der Position hier mal. Ja, bitte. Und abwarten und zusammen. Ich habe selbst jetzt nicht mal annähernd die Zahlen, die ich vorhin gehabt habe. So ein bisschen schneller kann. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns so, ich habe sogar die Luft, jetzt mal noch eine Pfeilmacher zu bauen, weil Gold so krass reinkommt. Tja. Bin zur Stelle. Die Laufwege hätten natürlich auch besser sein können. Aber da habe ich gerade leider nicht so die Auswahl. Bin zur Stelle. Es werden ja, jetzt kommen die Bögen hier rein. Sehr gut. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Wie viele Bögen bräuchte ich denn so ungefähr? In Bewegung. Dass der Angriff halbwegs erträglich wird. 40 vielleicht?
denke, das ist schon gar nicht so... Ja, da kommt noch ein Pfeilmacher hin. Ich warte mal ganz kurz. Mehr Bevölkerung, mehr Gold. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Schlange, die auf uns zumarschiert. Hm. Tja. Bin zur Stelle. Ja, Befestigungsanlagen, schwierig, Digga, schwierig. Mein hier Holzpalisaden und so könnte ich theoretisch bauen. Bin zur Stelle. Eine Botschaft der Schlange. Aber das ist mit der Wirtschaft hier alles so eng. 19 Bogenschützen, 23 Lanzenträger. Scheiße, Alter. Mein Bogen ist euer. Die Truppen der Schlange greifen an. Ihr könnt auf uns. Ja, komm, ich guck mal hin. Oh. Das ist noch viel mehr als beim letzten Mal. Ach du heiliger Bimbam. Ich war so stolz auf mich, dass ich den ersten Angriff mit Hängen und Würgen überlebt habe. Bin zur Stelle. Oh, jetzt kommen die Bögen, jetzt kommen die Bögen. Scheiße, da kommt keiner mehr ruf. Wohin gehen wir? Scheiße. Bin zur Stelle. Noch mehr Bögen. Ja, Rücken aus. Ey, warte mal, kommt mal runter. Bogenschützen ist euer. Alle Bögen nach oben so. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. So, hier geblieben. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Tja, die Ritter kann ich jetzt natürlich auch vergessen. Bin zur Stelle. Gleich hier mal einen so ein. Ey, wie nah die schon rankommen. Hat sie jetzt alles noch? Ach ja, jetzt. Uff. Ach, du ahnst es nicht. Guckt euch das mal an. Der Feind befindet sich in der Burg. Sehr wohl, mein Herr. Ja, ich weiß, habe ich jetzt nicht gut getimed, aber. Uff, 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 uff. Die spülen einfach rüber. Hier einmal. Schleudergang. Das kann jedem mal passieren. So, warte mal. Was war mein letzter Speicherstand? Und laden. Es war, einmal versuche ich es noch. Es war relativ knapp nach dem Angriff. Genau, Dings hatte ich sogar schon neu gebaut. Ja, das muss halt alles erstmal neu besetzt werden hier, warte mal. Die konnten alle weg hier. Zwei neue Käsefarmen können hier schon noch hin. Käsefarmen. Ja, genau. So. Zack, zack, zack. So, jetzt reicht das erstmal und jetzt richtig kräftig noch. Bogen. Bögen, Bögen, Bögen. Noch einen vielleicht. Aber dann muss ich jetzt mal wirklich langsam das Rekrutieren anfangen. Sonst wird es wieder zu knapp. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, kein Gold. Eure Befehle? Und das Gold mache ich mir aber eigentlich gar keine Sorgen. Das scheppert hier mit der Zeit richtig ordentlich rein. Ja, wir hatten schon gesehen, platztechnisch war es auch schon ein bisschen problematisch. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Was die Besatzung hier angeht, vielleicht doch irgendwie so eine kleine Plattform hier irgendwo bauen, aber weiß erstens nicht, wo die sich bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns am besten sinnvoll integriert plus ja, hier vielleicht, ne? Was
testen. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. So, denn genau, Plattform. Und dann mal jetzt die dreckigen Tricks hier der Mauer, die ein. So. Ja. Aber so viel wie geht, kommt erstmal auf den Bergfried. Bogenschützen bereit. Ja, wie viele habe ich denn? 17 Bogenschützen brauche ich jetzt noch irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Schlange, bitte? Die auf uns zumarschiert. Aber jetzt nicht noch viel weniger als beim letzten Mal. Wie kann das denn sein? Nennt euren Wunsch. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Mein Herr? Ahnst du nicht. Eure Befehle? Eine Botschaft der Schlange. Am besten ihr schließt schon einmal die Augen. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Die Truppen der Schlange greifen an. So, wie viel habe ich jetzt? 23 Bogen. Ihr könnt ja, mir auf ist so, als zählen. Wenn ich beim letzten Mal ihr mehr gehabt habe. Da war ich ja hier schon an dem Punkt, wo ich nicht mehr auf dem Bergfried stapeln konnte. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen jetzt, oh, jetzt kommt nochmal ein ordentlicher Schwallbögen. Bin zur Stelle. Ja. Ah ja, jetzt ist der Punkt. Ja, es ist komplett unnütz hier, die Plattform. Man wohnt sich's vor. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Die ist vielleicht mit ein bisschen Glück ein bisschen Ablenkung. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Ein bisschen Ablenkung. Jetzt kommen sie auch schon gar nicht mehr. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Womit kann ich dienen? Warte mal. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte. Ja, so 30 kommen jetzt nochmal auf den Bergfried. Rekrutiere unten trotzdem mal noch so ein bisschen. 19 Bogenschützen. Bogen gespannt. Visiere angepeilt. Ihr könnt auf uns zählen. So, irgendwas haben sie da kaputt gemacht. So, schneller diesmal rausknubbeln. Yes, yes, yes. Gut, gut, gut. Ach, du ahnst es nicht, sind das viele. Ja, sie halten ganz gut gegen, aber ich bin ganz ehrlich, mach mir nicht viel Hoffnung, nee. Uff. Holy shit. Ja. So, dann würde ich sagen, ich habe mein Bestes gegeben und habe die Serie noch weiter ausgebaut. 9 Tage am Stück. Eine Stronghold-Folge. Ja, am Montag mache ich jetzt aber mal eine Pause, weil, ja, Pilaf macht ja jetzt auch wieder KI-Kampf, dann könnt ihr da KI-Kampf gucken. Haben wir beiden ja immer so gemacht, dass wir uns da abwechseln, denn die Tage, der eine Tag bei dem, der andere Tag bei dem anderen. Ja, und dann könnt ihr auch noch mehr Tipps reinkommen, wenn ihr die selber spielt. Ja, manche. Lukas Fischer wird natürlich jetzt schon sofort klack, 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 klack. Der tippelt jetzt schon. Aber ja, mal gucken. Also, ich mache mir, glaube ich, keine Illusion, dass ich die gesamte Kampagne mal auf sehr schwer schaffe. Da müsste ich schon sehr viele nerven lassen. Und so ein krass geübter Spieler bin ich auch nicht. Also ist auch eine valide Option, dass man jetzt einfach mal für eine Mission auf normal geht. Oder so, ne? Weil ich würde eigentlich sagen, dass ich schon okay gespielt habe, in Anführungszeichen. Aber das war ja nicht mal ansatzweise. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Eins ist sicher. Ah, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Wir werden es sehen. Aber eins ist sicher. Alles wird gut.